Ja, wir stehen vor der nächsten Mission. Ein fast leeres Plätzchen. Dazu sind wir hier schon wieder vor dieser Brücke, bei der wir schon mal waren. Aber jetzt haben wir von Tobias ja das, was wir brauchen. Und jetzt können wir sie wahrscheinlich wieder zu uns holen hier und rüber. Gehe ich jetzt mal von aus. Wir werden sehen. Starten die Mission. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende. Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. So, erreichen Sie die Bunkerinsel. Telefon. Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Habe ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich sehe dich dann. Jo, hacken Sie die Brücke und drehen Sie sie. Sie sag ich doch. Mal los. Schalten Sie die Generatoren ein, um den Bunker zu aktivieren. Jawohl, machen wir auch alles so. Nehmen wir jetzt das Auto? Könnten wir tun. Oh, was ist denn da? Mal eben auf die Karte sehen. Was haben wir denn hier? Drei Ziele. Das sind die Generatoren, wa? Ja, wir sind halt bequem. Dann nehmen wir mal das Auto. Man gönnt sich ja sonst nichts. Brücke. So, hier wäre irgendwo die erste. Guck mal, hier steht auch wieder ein Auto. Motorrad steht da auch. Also, für fahrbare Untersätze wäre gesorgt. Schwachstelle. Audiolog. Oh ja, komm, nimm mit. So, alles klar. So, ja, wie kommen wir jetzt da rein? Einen Eingang sehe ich jetzt gerade nicht. Da oben, ja, aber wie kommen wir denn da jetzt hin? Müssen wir für das Gebäude vielleicht? Aber auch da ist, stellt sich die Frage, wie kommen wir denn da rein? Ja, ist ja alles vernagelt hier. Hier geht's nicht höher, kann ich die Regenrinne komme ich auch nicht hoch. Hier ist alles eingezäunt. Nee. Hier rein? Nee. Ah. Das sieht gut aus. Lift. So, gleich wieder hoch. Ob da wohl was drin ist? Na egal. Wir haben jetzt erstmal eine andere Mission. So, der ist dicht. Kamera.
Oh, die versperrt den Weg, die Sicht. Aber die nicht. Sprengen? Nee, nee, lass mal. Nicht, dass wir uns hier wieder selbst in die Luft jagen. Da unten ist mein Auto. Nee, nee, nee. Das ist auch wieder tot. So, und jetzt? Oder muss ich da tatsächlich doch sprengen, damit das hier aufgeht? Ich mach's mal. Jawohl. Genau. Oh, da ist ja auch ein Lift. So, da hätten wir dann den ersten. Der Mann ran da. Nummer 1, noch 2. Telefon. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blum wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen geheimen Aufzug. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur, dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. Gut, wir suchen auch weiter. Nach dem nächsten Generator. Mal gucken, da hinten irgendwo. Nehme ich mit. So, hat uns das gebracht? Oh, oh. Ja, ich glaube, hier ist zu. Aber da wird's doch bestimmt irgendwo. Genau. Eine Kamera geben. So, jetzt ist off. Der auch. Jawohl. So, wo war das Ding da? Oh, ist ja noch. Ne, doch nicht. Ist der andere. So, 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 so. Und jetzt? Da unten. Kann ich das von der Kamera aus? Ne, leider. Also, Blödsinn. Ich kann mit der Kamera keinen Hebel betätigen. Oh Mann. Dann nehmen wir den Aufzug. Den Lift. So das. So, hallo. Lass uns gehen. So, und jetzt am besten. Drin sind? In meinen Kreisen ist das der Funk. Wir hier durch? Wenn ich vermute, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte. Können wir hier rüber. Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite. Wofür, das war jetzt der schnellste Weg. Und keine Sackgasse. Ja, also hier kann ich hochklettern. Ja, man muss sich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Bevor man hier ins Blaue springt. Oh, 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 scheiße. Sag mal, kann ich nicht springen?
Konnte ich überhaupt schon mal springen? Die Generatoren sind. Ich wollte eigentlich. Ja. Ich dachte, ich kann da schön gemütlich durchfahren. War ja wohl nichts. Das Tor, ja. Achso, nee, falsch. Aber da hinten in der Ecke ist irgendwo. Da ist eine Kamera. Nee, das war richtig, denn. War alles richtig. Sonst hätte ich hier die Kamera nicht sehen können. Achso, der hoch und dann. Jawohl. Also richtig schwierig geworden hier. Richtige Rätseleinlagen. Hier. Das könnte gehen. Mal gucken. Ja, sehr schön. Tja, manchmal ist es dann doch einfacher als gedacht. Da ist es. So. Und bitte. Das sollte reichen. Bunker betreten. Ich hab's. Oh, was ist da denn noch? Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. Das holen wir uns noch. Das Audio-Log. Gut, das soll er sein. Wir dürfen gespannt sein. Oh, guck mal, mit Aussicht. So, da sind wir also. Suchen Sie die Stromsteuerung. Ich gehe mal davon aus, Sie sind hier alleine. Home sweet home. Ja. Siehst du? Ich hatte recht. Dexter hätte das gut gebrauchen können. Clara. Wir müssen noch etwas klären. Niemand darf davon erfahren. So lange, bis ich damit fertig bin. Geht klar. So, was haben wir hier? Jamcom. Hilf mir, sie online zu kriegen. Schalten Sie den Strom im Bunker ein. Jo. Das tun wir. Na dann, viel Glück. Noch ein Jamcom. Und hier. Bloom hat wohl die meiste Hardware entfernt, doch entscheidend sind die Verbindungen. Voila! Kann man uns von hier aufspüren? Das ist ein Sicherheitsbereich. Bauartbedingt nicht aufzuspüren, nicht zu hacken. Und doch hacken wir uns hier ein. Ich muss wissen, woher die IP-Adresse stammt. Lass mal sehen. Warum interessiert sie dich? Ist nur eine Spur, mehr nicht. Wie kam Damien nur da dran? Das ist echt gut versteckt. Keine offenen Hintertüren. Komm
Scheinbar aus dem Rossi-Freeman-Bezirk. Viceroy-Territorium. Da. Kameras. Damit können wir einen Blick reinwerfen. Kommst du von hier aus ran? Nein. Die sind komplett vom Netz getrennt. Das ist merkwürdig. Wenn ich von hier aus nicht rankomme, dann gehe ich an die Quelle. Ich mache hier alles fertig, bis du zurück bist. So, Missionsziel ist erfüllt, aber die Mission selbst noch nicht. Doch. Akt 2, ein fast leeres Plätzchen beendet. So, damit... Oh, einen Skillpunkt haben wir auch wieder. Sind wir dann auch schon wieder am Ende dieses Parts? Das heißt schon, es geht ja schon eine ganze Weile. Guck nochmal eben, wo sich die nächste versteckt. Das ist hier. Die heißt CTOS-Kontrollzentrum. Okay, so wird sie nicht heißen. Das ist erstmal das Vorziel wahrscheinlich. Aber da müssen wir als nächstes hin. Und jo, das war's dann erstmal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.